Das Abenteuerbuch, da können wir auch mal kurz drüber gehen. Das Abenteuerbuch ist zu 80%. Zu 80% ungefähr ist das rein Collectibles. Also Viewpoints sind Collectibles. Durch Dungeons müsst ihr auf Normal und Episch durchlaufen. Wohlgemerkt, wenn ihr auf Episch durchlauft, müsst ihr trotzdem nochmal auf Normal durchlaufen. Wieso sie das gemacht haben, keine Ahnung. Tötet bitte nicht den Boten, finde ich auch dumm. Bosse gibt es, wenn es zwei Bosse gibt, gibt es meistens einen, Bernice Octopus in diesem Fall, der spawnt auf einem Timer. Und zwar auf einem Timer wie World Bosse, der wird angekündigt. Ihr geht zu der gewissen Uhrzeit dahin, schlachtet ihn mit den anderen Spielern, die den brauchen, bekommt vielleicht noch einen Drop von ihm, kriegt den Haken hier. Der andere hier spawnt in einem Abstand von zwischen 25 und 35 Minuten an einer gewissen Stelle auf einer gewissen Map auf dem Kontinent. Und da könnt ihr Däumchen drehen, bis er spawnt, klatscht ihn, fertig. Das hier sind Monster mit einer Krone überm Kopf. Zählen die hier rein. Die haben auch genaue Spawnorte. Wo ihr das alles rausfindet, zeige ich euch gleich. Klatscht sie, ihr bekommt den Haken. Another Story, meistens sind das Nebenquests, die erst unter bestimmten Voraussetzungen auftauchen. Diese Voraussetzungen kann man rausfinden. Meistens kommen die schon, wenn man einfach nur die Mainquest durchgespielt hat, macht sie. Das Ausrufezeichen wird gelb, cool. Hidden Story sind sehr versteckte Papierstücke, teilweise wo man vier verschiedene Teile hintereinander sammeln muss, um so eine Story freizuschalten. Wohlgemerkt, wenn ihr mehrere Teile hintereinander sammeln müsst, habt ihr nach dem Aufsammeln des ersten ungefähr 10 Minuten Zeit, das zweite aufzusammeln. Ansonsten verfällt das erste und ihr müsst von vorne anfangen. Collectibles droppen random von Monstern. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr viele bekommen. Wenn ihr Pech habt, werdet ihr gar keine bekommen. Die leichteste Möglichkeit, Collectibles voll zu machen, ist zu gucken, welche ihr braucht, ins Auktionshaus zu klicken, auf Adventure Book zu klicken, das zu suchen, was ihr braucht und es zu kaufen. Ihr könnt aber auch farmen. Macht, wie ihr wollt. Food Items sind teilweise sehr leicht, teilweise ist original irgendwo auf irgendeiner Map ein Busch, mit dem ihr interagieren müsst und fertig. Teilweise müsst ihr dazu zum Koch, der ist pro Kontinent immer an einer gewissen Stelle und der wird euch sagen, was ihr braucht. Monster Drops, whatever. Manche Sachen sind hinter langwierigen Quests versteckt. Oft gibt es auf dem Kontinent ein Food-Item, das droppt von dem World-Boss, der nur zu gewissen Punkten da ist. All diese Sachen und alle Portalplattformen zu entdecken und alle NPCs auf maximale Affinity zu bringen, trägt zu 100% bei. Wenn ihr 100% bekommt, bekommt ihr eine Seeker Mark. Diese Seeker Marks könnt ihr bei Seeker Mark NPCs abgeben oder einlösen gegen Rewards. Ich laufe gerade zu einem Seeker Mark NPC, dann zeige ich euch das. Allein wegen der Affinität, die man braucht, um das auf 100% zu bringen, ist das ein sehr langwieriger Prozess. Lasst euch davon nicht abschrecken, macht es nebenher. Also, Seeker Marks, ganz einfach, eins der 8 verschiedenen Collectibles in Lost Ark. Pro abgeschlossenem Kontinent bekommt ihr eine. Als allererstes bekommt ihr einen goldenen Käfer. Naja, einen weißen Käfer steht hier, aber er sieht irgendwie golden aus. Dann bekommt ihr eine Bratpfanne. Das Interessante an der Bratpfanne ist, sie macht nur einen Schaden. Genau einen Schaden. Das ist in gewissen Umständen, ich will nicht spoilern, gar nicht mal so unpraktisch. Ihr bekommt eine Aura. Das ist effektiv einfach nur für Lux. Bekommt 50 Punkte mehr Vitalität und verschiedene Karten, verschiedene Runen. Bei 8 bekommt ihr 6 Skillpunkte. Deshalb würdet ihr gerne über Zeit 8 Kontinente Minimum auf 100% bringen. Achtung, zu EU-Release wird es unter Umständen nicht mal 8 Kontinente geben. Lasst mich nachzählen.
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit Shushaya 9. Never mind. Es geht. Aber mit der Affinity, es wird dauern. Keine Sorge, ist in Ordnung. Wo findet ihr jetzt all diese Ressourcen? Auf einer Sache. Auf einer Seite. Entschuldigung, nicht Sache. Nämlich auf dieser wunderschönen Seite von einem Mann gemacht. Auf dem Successor von Lao Info, glaube ich, hieß die alte. Wenn ihr auf papunika.com geht, den Link poste ich, und unter Guides auf Adventure Book klickt, dann seht ihr hier alle Kontinente, die es momentan gibt. Es ist sogar schon South Bern drin, der kommt demnächst in Russland. Wenn ihr auf den ersten klickt, werdet ihr nacheinander alle Maps von dem Kontinent Artemis sehen oder im ersten Kontinent, wie auch immer der in EU heißt. Und da wird alles markiert sein. Mit Ausnahme von Portalen. Man kann davon ausgehen, dass ihr Portale selbst findet. Manchmal sind die hier, aber nicht immer. Was auch markiert ist, unabhängig vom Adventure Book, sind Mokoko Seeds. Die braucht ihr nicht sammeln. Wenn ihr da Bock drauf habt, wie ich, tut es. Aber das ist kein Character Progress, den ihr wirklich da macht. Aber wo ihr Food bekommt, ja, zum Beispiel das erste, kauft ihr einfach bei einem Händler. Viewpoints, wo Monster sind, wo der World Boss spawnt. Hidden Stories und so weiter. 7a und C heißt im Übrigen, das erste Buch von der siebten Story liegt hier. 7b steht hier bei Lockhill. Dann würdet ihr runtergehen und gucken, wo ist Lockhill. Okay. Lockhill Dungeon, Entschuldigung. Also das hier ist Lockhill. Dann wäre das hier 7b, dann würdet ihr wiederum zurückgehen und 7c sammeln. Und dann hättet ihr das Buch fertig. Ja? Wie gesagt, vergesst nicht den 10 bis 15 Minuten Timer zwischen den Büchern. Also nicht zu sehr slacken. Ja? Generell diese Zahlen. 1 Merchant bei Food heißt, das ist Food Nummer 1. 7 Story heißt, es die siebte Story, die unterste. Und so weiter und so fort. Verstanden? Ich hoffe. Papunika.com, fantastische Seite, nicht nur für Adventure Book im Übrigen, auch für viele andere Seiten. Falls euch das interessiert, bookmarkt es euch am besten. Und das macht ihr für jeden einzelnen Kontinent letzten Endes. Wie man sieht, ich habe zum Beispiel auf dem ersten Kontinent Affinity von Zyra schon fertig. Mit Neria hätte ich die nächste Affinity fertig. Und das Einzige, was hier fehlt, wären dann diese beiden Collectible Items, die ich halt einfach nicht farm und ich will sie nicht im Auktionshaus kaufen, weil sie mir zu teuer sind. Bei irgendwelchen Fragen gerne raus damit.